Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine erfrischende Runde Assassin's Creed 3. Meine Katze spinnt gerade voll vor mir vom Fenster rum. Sie ist draußen. Ich werde heute mal so ein kleines bisschen mal aufnehmen, also ein bisschen länger mal aufnehmen. Je nachdem, wie lange es braucht, bis meine beiden Kollegos da sind, bis wir einen Zockabend mal durchstarten können. Derweile werde ich halt dieses Spiel hier aufnehmen. Hoppala, ich bin aus dem Mikrofon gekommen, sorry. Und gucken wir mal, wie weit wir jetzt heute kommen. Und mal gucken, ob ich noch ein bisschen länger aufnehmen kann, wenn die auch noch am Start sind. Dann können die ja derweile irgendwas anderes da rumdüllen, keine Ahnung. Wo sind wir überhaupt? Wir haben die Drogen, haben wir hinter uns gebracht, glaube ich, ne? Ja, die Drogen haben wir hinter uns gebracht. Jetzt müssen wir, genau, wieder zu den Typen und jetzt nochmal fragen, ob wir uns nochmal trainieren kann. Ansonsten, töte ich ihn. Ganz einfach auf die Kiste. Lass mich euch verarschen hier von jemandem hier. So. Interagieren. Ja. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Jetzt will ich auch noch einbrechen. Ja, das ist doch mal, was mir eher gefällt hier. Oh ja, das sieht ja schon sehr nach einem anderen Eingang aus hier. Na super. Und fallen lassen. Bums. Ich dachte, jetzt hätte ich mal Ruhe. Jetzt habe ich meinen Katzen mal vorzeitig was zu fressen gegeben. Aber die lassen mich ja immer noch nicht in Ruhe. Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich ungeduldig war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land! Ich komme hoch! Ja, jetzt muss ich da hoch, oder was? Du bist doch doof, Alter. Aber gut, dass du es nochmal so genau gesagt hast, weil ich hab's echt nicht gewusst jetzt, ne? Also, das hätte mir auch alles jetzt fünfdeutig verstehen können. Also, ich verstehe mich jetzt nicht falsch, verstehst du? Ah, es wird immer witziger. So, hör mir doch zu, wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht, ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter und du wirst nur eine Sache finden, den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Und solltest du auch. Ich werde nicht gehen, hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Warte nur, alter Mann. Ich finde das immer blöd, dass sie die Musik genauso gleich laut wie das, wie die den Sound gemacht haben. Das ist immer so scheißen dumm irgendwie. So einfach wirst du mich nicht loswerden. Hahu, das ist ein Versprechen, Arschloch. So, wir sollen uns anscheinend wieder schlafen legen am helllichten Tage. Wir haben gerade nur versucht reinzukommen, es wird schon wieder Nacht. Willst du mich verarschen? Du musst einfach. Er ist ein Tattergreis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer seid ihr? Das geht dich einen feuchten Dreck an, kleine Missgeburt. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ah!
Endlich dann mal wieder kämpfen hier. Schön drauf da. Immer drauf. Da kenne ich nichts mehr. Boah, das war nice. Ja, war mal nix. Hier, Triple Kill. Overkill. Naja, wie schnell er jetzt auch mal alles tötet hier. Kein Problem. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss. Du arbeitest also für den Alten. Stimmt das? Ja, das war jetzt langweilig. Vielen Dank. Und dann sollten wir wohl reden. Wow, aha. Hab ich jetzt aufgeräumt? Yeah, Match spielen! Whee! Matschi, Matschi, Matsch. Okay. Noch ein Match gespielt. Ist ja gut, man muss eigentlich jeden Abend irgendwie gewittern? Bescheiden, Alter. So. Wie schön war das hier? Nicht deine Schuld. Hier wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radon Hagedon. Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Und jetzt, warum bist du hier? Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder worum du mich bittest? Nein. Und doch bist du hier? Der Geist sagte, dass ich... Diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar, seit Ezio die Flasche entkorkte. Du weißt nicht einmal, was ein Assassine ist, richtig? Na dann, mach es dir bequem. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Deshalb verschrieben sich die Assassinen dem ewig währenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden deine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Oh, das wirst du sicher versuchen. Komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Oha, krieg ich jetzt einen schönen Anzug oder sowas? Vorsicht. Das war kein Witz, dass hier bald alles auseinanderfällt. Na, großes Kino. Danke. Wozu denn? Außerdem mangelt es mir an Material. Dann kauf es. Sorry, Leute. Aber ich musste gerade meine Katze aussperren. Das geht mal gar nicht. Jetzt habe ich denen was zu fressen gegeben und die müssen immer auch voll miauen alles. Jedes Mal, wenn ich aufnehme. Sieh mich an. Glaubst du, ich könnte einfach in den Laden gehen, die Taschen voller Geld und einkaufen? Ja. Warum nicht? So naiv. Was ist das denn Schönes? Ich will aber... Hier lang. Ah, cool. Aber erstmal will ich die Statue hier sehen. Nice, die hätte ich auch gerne, ey. Alter Schwede, die sieht cool aus. Hier wohnen die 7 Zwerge wahrscheinlich. Schick, schick. Wollen wir mal runtergehen? Ja, ich gehe ja jetzt runter. Meine Fresse.
Ah, ich wusste es doch. Habe ich es gesagt oder habe ich es gesagt? Glaub nicht, du könntest einfach herkommen, das überwerfen und schon wirst du ein Assassine. Ich habe nicht. Ich würde mir niemals anmaßen. Ist schon gut. Ich weiß, wie verlockend das ist. Nun gut, mein Schüler. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab Dank. Ich bin Achilles. Achilles! Schöner Name, ich dachte, das wäre der eine Typ, den wir ja vorher die ganze Zeit gespielt haben. Komm mit, Junge. Wir haben zu tun. Du bist ein Staubkorn, ein Nichts. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck. Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Was wollen die Templer denn? Was sie immer schon wollten? Kontrolle. In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang. Unberührt vom Chaos der Vergangenheit. Deshalb unterstützen sie die Briten. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Er ist es, der alle Fäden in der Hand hält. Er weiß sogar, wer sein Vater ist. Ein rüpelhafter Mann. Und haben alles, wir haben alles. Ja, locker flockig. Gar kein Problem. Wie eh und je. Bin ich nichts anderes gewohnt von uns. Und so übte ich. Ich rannte. Ich kletterte. Ich kämpfte. Ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde gab es 2 Lektionen für den Geist. Sprachen. Philosophie. Logik. Die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer. Ihre Strukturen. Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten. Von Charles Lee und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer. Und dass kein Geringerer sie anführte als mein eigener Vater. Wenn ich dem Orden dienen will, wären diese Männer meine Ziele. Also arbeitete ich härter, lernte schneller. Doch trotz allen Fortschritts war klar, dass ich noch viel lernen musste. Meine Lehrzeit hatte gerade erst begonnen. Ja, schön. Ich muss mal kurz eine Pause machen. So, da bin ich wieder. Hoppala. Nein, nicht. Oh, also. Meine Katze war gerade auf dem Balkon drauf. Und meinte dann den Schneeflocken hinterher zu haschen. Und fällt fast jedes Mal runter, das Mistvieh. Jetzt muss ich das mal wieder reinholen. Achso, jetzt habe ich auch meine Katze ausgesperrt. Unos Momentos. Scheiße, hier aufnehmen, ey. Total unprofessionell hier alles. Gibt's ja wohl nicht. Fortsetzen. So. Wir haben uns also entschlossen, unseren eigenen Vater zu töten. Finde ich sehr nice. Durchsuchen. Ja. Schön. Was wir alles gefunden haben. Unglaublich. Schnell gehen. Können wir hüpfen? Nein, wir können nicht hüpfen. Entschuldigung. Müssen wir anscheinend müssen wir hier.
Ah, guck's mal, es ist am Schneien, du, vor dem Windrohren hier. Ich hab keinen Plan, wo ich hin muss. Ah, da ist ein Ausrufezeichen. Lauf, 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 lauf. Haben wir wenigstens Fußabdrücke hier? Naja, naja. Die hätte man jetzt auch noch machen können, ruhig. Schade, dass er als Templer böse ist, der hat eigentlich ordentlich geholfen. Was machst du denn hier? Bodendienst, Mission starten. Guten Morgen. Wünsche ich dir auch. Willst du verreisen? Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Yay, wir richten ein Haus. Das ist ja Let's Play Baustelle. Wuhu! Das habe ich mir schon immer mal gewünscht. Ja, irgendwie nicht, nein. Ich muss jetzt schon wieder knapp 5 Minuten rausschneiden, weil mich meine Katzen hier stressen, ey. Stress, Stress, Stress. Hat sie hoffentlich eine andere Wohnung mal gelegt dann. Aber dann habe ich dann so ein kleines Arbeitszimmerchen oder sowas dafür. Glotz nicht. Verzeih. Komm weiter. Dieser Ort ist unglaublich. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche. Ich könnte Tage hier verbringen und hätte nicht die Hälfte der Wunder gesehen. Früher habe ich einmal dasselbe gedacht. Heute bevorzuge ich die Ruhe des Kantenlebens. Es gibt so viel Leben hier. So viele Möglichkeiten. Für wenige, mein Junge, für wenige. In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Besser, man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Ja, das ist jetzt der Name. Also gut, fort mit dir. Ja, die Connor, Alter. Ich bin Connor. Ja, stress nicht, ey. Ich hab Bruder und so.